Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem relativ wichtigen Video, denn es geht um dich. Bitte bleib dran und es wäre sehr schön, wenn du dieses Video unterstützen könntest mit Aktion. Ich werde dir auch erklären, um was es geht. Ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten für mich schon Dinge erkannt, die ich vielleicht mal angehen will, die ich vielleicht verändern will. Vielleicht dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen. Ich habe mir eine neue Webcam zugelegt. Ich achte mehr auf die Beleuchtung. Ich habe jetzt auch angefangen, Videos ein bisschen, naja, besser versucht, ein bisschen besser zu machen vom Schnitt her. Nur leichte Verbesserungen. Einiges habt ihr auch noch nicht gesehen. Also ich merke im Moment, ich muss was ändern, denn mein Kanal hat als Rollenspiel-Hobbykanal angefangen. Ohne feste Struktur so ein bisschen und als Spielwiese, um ganz viele Dinge zu lernen, zu entdecken und mit euch zusammen zu entdecken. Und ich werde auch ganz viel davon natürlich behalten. Na, das ist wichtig. Mir geht es jetzt nur darum, ich arbeite jetzt mental an einem RPG, der in 2.0, nenne ich es jetzt mal, ein Arbeitstitel. Und ich möchte gerne dich, genau dich, der das jetzt gerade sieht, bitten, schreib doch mal unter dem Video, warum schaust du meine Videos? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Zu den Themen ist aber bitte relativ konkret, das wäre mir relativ wichtig. Ich schreibe unter dem Video mal so ein paar Themengebiete und zu dem, wo du vielleicht irgendwas sagen möchtest, das muss auch ihr, bitte, schreibt ja nicht seitenweise, ja? Also, mir reichen wirklich auch mal so wirklich 5, 6, 7 Sätze und wo rauskommt, um was es geht. Und weil mir geht es darum, es schreiben ja einige Leute auf meinem Kanal sehr viele Kommentare und so weiter, die schreiben auch ihre Kritik oder ihre Anregungen, die schreiben sie gleich unter die Videos und so weiter. Das ist auch immer alles schön. Aber ich habe ja Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Zuschauern, die schauen sich das eine oder andere Video an und dann sind sie mal Wochen weg und dann schauen sie wieder mal. Und brauche mehr Informationen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und damit ich einen Weg finden kann, um das alles ein bisschen zu straffen vielleicht. Ja, ich mache ja ganz viele Dinge und ich glaube, ich habe mich im Moment ein bisschen verrannt, weil ich viel ausprobiere. Ja, ich habe angefangen, meinen Content als Podcast hochzuladen. Ich mache ein bisschen was auf Twitter, ich mache ein bisschen was auf Instagram. Ich habe einen Twitch-Kanal, auf dem ich auch live streame. Das wäre es mir wichtig. Bitte schaut mal in dem Video, liked mal oder folgt mal dem Twitch-Kanal. Den möchte ich nämlich gerne aufbauen, auch für die Zukunft, auch für meinen Pen Paper-Kanal, um das alles mal so ein bisschen zu pushen. Das ist mir wichtig. Und ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen verrannt. Ich habe noch nicht so richtig das Ziel und ich möchte gerne von euch so ein bisschen Feedback, mit dem ich mich dann auseinandersetzen kann und gucken kann, wie passt das so zu mir. Weil ich bin ja auch ein verrückter Typ oder so. Ich habe Ecken, ich habe Kanten, ich weiß es. Ich laber zu viel manchmal und ich mache lange Videos und so weiter. Ja klar, das sind so Dinge, das gehört aber einfach zu mir. Es gibt ein paar Dinge, die gehören zu mir, die bleiben auch. Und es gibt aber auch ein paar Dinge, die sehe ich nicht. Ich werde euch, wie gesagt, konkret unter diesem Video verschiedenste Punkte aufschreiben. Ihr könnt die rauskopieren, als Überschrift benutzen für euer Statement, wie ihr das wollt. Und da kann ich dann was rauslesen. Dadurch ist das für mich ein bisschen strukturierter und ich kann das für mich dann so ein bisschen filtern und aufnehmen. Also, das wäre mir wirklich sehr wichtig. Themengebiete wären da neue Formate wie die Reaction-Videos, diese Talk-Formate, meine Bücher-Reviews, meine Durchgeblättert-Videos, meine Tutorial-Videos für Midgard, mein Midgard-Content generell, dass ich versuche, mit vielen Leuten auch kleinere, eher unbekanntere Themen mal so ein bisschen zu bearbeiten.
und so weiter und so fort. Ein schönes Thema sind auch meine Rollenspielthema in, also Rollenspiele in 15 Minuten Erklärvideos, wie das bei euch ankommt, wie bei euch zum Beispiel ankommt, dass ich mir jetzt richtig viel Zeit nehme für ein Grundregelwerk und jedes Kapitel ein eigenes Video packe. Ist euch das zu viel? Ist euch das zu wenig? Keine Ahnung, wollt ihr das lieber in einem Video? Das sind alles Dinge, das interessiert mich. Weil ich möchte mich mit den Dingen intensiv beschäftigen. Und ich habe, für mich ist es cool zu sagen, ich beschäftige mich halt wirklich mal intensiv mit einem Thema. Natürlich wird das den meisten nicht gefallen, aber wie gesagt, das möchte ich gerne herausfinden. Okay, also ich hoffe, es kommt von euch ordentlich Feedback. Und ich will jetzt für mich einiges privat umstellen, umstrukturieren, straffen und vielleicht auch den Kanal verbessern. Und vielleicht ein bisschen zielgerichteter an die Sache rangehen. Aber das dauert, ne? Dieses Video kommt jetzt raus, sagen wir mal Mitte 2021. Und dann schauen wir mal, ne? Wie man das alles. Ja, dann geht das Denken los. Das Denken, das Arbeiten. Ich muss ganz viel arbeiten, ganz viel Zeit reinstecken. Mich persönlich entwickeln, den Kanal entwickeln. Und vielleicht euch dann das bieten, wo ihr sagen könnt, ja, das like ich, das teile ich mit meinen Freunden, mit meinen Bekannten, weil es einfach interessant ist, weil ich sagen kann, okay, denen kann ich das schicken und die können sich das angucken und dann wissen sie genau das, was sie brauchen. Und ja, okay, alles klar. Alle anderen Ideen, die ihr so habt, ja, vielleicht für eine Strukturierung oder sowas oder für Livestreams. Oder für Videos und sonstige Dinge. Könnt ihr auch gerne unter das Video schreiben. Da schreibt ihr dann irgendwas anderes drüber. Ne? Nur wichtig ist immer bitte mit Überschrift, damit ich weiß, um was es geht. Weil oft schreiben Leute einfach los ihre Gedanken rein. Und ich bin jetzt nicht so ganz sicher, um was es geht. Das kann schon passieren. Also, ich danke euch jetzt schon. Ich hoffe, dass ihr mir da weiterhelft. Gerade auch die Stillen. Ich bitte nochmal die nichts sagen, die aber immer gucken und liken. Und von euch hätte ich auch gerne mal so ein kleines Feedback. Also, und schaut euch das Video und guckt mal, ob ihr zu irgendeinem Themenpunkt was schreiben wollt. Und lasst mal ein Follow auf Twitch da. Den würde ich gerne, den Kanal würde ich gerne also bespielen, zusammen mit Pen and Paper Streams. Und ja, das wäre mir wichtig. Okay, jo, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war ja nur so ein Ankündigungsvideo. Und ciao. Und danke schon mal, ja? Ich hoffe, es kommt viel zusammen.